Moin moin und herzlich willkommen zu Folge 2 des Beastiary Guides. Heute schauen wir uns an, wie ihr herausfinden könnt, ob ihr wertvolle Beasts habt. Dazu geht ihr einfach auf poe.ninja. Die Seite ist sowieso gut, um zu gucken, wie viel was wert ist, zum Beispiel Rüstungsteile, wie sich der Preis entwickelt hat. Aber heute nutzen wir die Seite für Beasts. Dazu wählt ihr als erstes eure League aus. Also Standard Leagues oder die Temp Leagues, in diesem Fall Beastiary oder Hardcore Beastiary, in meinem Fall Hardcore Beastiary. Und dann habt ihr hier auf der linken Seite zwei Möglichkeiten, einmal Unique Beasts, das sind die Portal Beasts. Also wenn ihr das Portal aufgemacht habt, könnt ihr ja das Spirit Beast bekämpfen und das sind diese hier. Also die könnt ihr traden, aber wenn ihr das Ding habt, wisst ihr das ja wahrscheinlich. Interessanter sind die Rare Beasts und hier ist im Grunde alles mit drin, was man braucht. Hier ist der Genus. Hier ist der Mod und hier ist das Level von dem Beast. Weil es ja immer eine Kombination von der Kategorie des Beasts mit bestimmten Mods und ein bestimmtes Level. Und das kann man hier alles sehen. Beispielsweise diese Tiger hier, das sind die Portal Beasts, um das Portal halt aufzumachen. Ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Feral wahrscheinlich oder so. Also die sind nicht ganz so interessant. Dieser hier wird schon interessanter. Octopus, Krakic Presence, 80+. Das ist jetzt keins von diesen seltenen Spirit Beasts. Und da kann man sehen, in Hardcore 50 Chaos ist ein so ein Ding wert. Gut, 80+ ist natürlich eine Hausnummer. Was ich mache, man kann hier oben das Level einstellen und da sieht man die einzelnen Level Brackets. In meinem Fall ist interessant, weil ich fange nur Beast ab Tier 3, das ist Level 70 und 80+ laufe ich eigentlich nie. Das heißt, für mich ist nur diese Kategorie hier interessant. Andere Beasts habe ich gar nicht, das weiß ich. Wenn ihr T13 oder höher lauft, könnt ihr natürlich alles offen lassen, aber ich filter einfach alles andere raus. 70 bis 79 ist interessant für mich. Und dann können wir ja mal gucken. Da sehen wir hier Lurchers with Krakic Presence, 25 Chaos wert. Oder Watchers with Deep Ones Presence, fast 20 Chaos. Sind auch gut angezogen im Preis. Können wir mal gucken, ob wir eins davon haben. Watchers Krakic Presence, können wir auch noch gleich gucken. Dazu gehen wir ins Spiel, ins Beastiary, hier unten bei Captured Beasts. Und dann können wir mal gucken, Lurcher. Und wir brauchen, glaube ich, Krakic Presence. Haben wir nicht. Dann gucken wir weiter. Watchers mit Deep Ones Presence oder Krakic Presence. Watcher. Krakic Presence haben wir schon mal einen. Das ist gut. Und was wir jetzt machen, wir nehmen uns diese Beastiary Orbs und wenden die einfach auf das Viech an. Und dann haben wir das als Item und können das Teil verkaufen. Wir können das Ganze auch noch mit dem PoE Trade Makro überprüfen und dann stellen wir das einfach für den Preis ein. Ich würde das wahrscheinlich irgendwo so zwischen 9 und 14 Chaos einstellen, das Teil. Um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr das Ganze auch nochmal auf PoE Trade überprüfen. Zum Beispiel könntet ihr jetzt diesen Krakic Presence Watcher, den wir uns vorher rausgezogen haben, den nehmen wir uns jetzt, geben mal einen Watcher bei Mods. Beast Genus Watchers, dann noch Krakic Presence. Und dann natürlich 70+. Ups, nicht bei Level, bei Item Level. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Oh, das ist, glaube ich, Beastiary, ne? Ja. Hardcore Beastiary. Und dann sehen wir, da lag ich mit meinen neuen Chaos tatsächlich ziemlich weit unten. Also eher für 14 reinstellen. Wahrscheinlich eher für 19. Und ich kann mir vorstellen, dass bei euch einige von diesen wertvollen Beasts rumliegen. Also, geht die Liste durch. Guckt, ob ihr die habt. Sealt die raus. Überprüft das nochmal auf PoE Trade. Und lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Scrollt die Liste lieber ein bisschen runter. Es sind immer Pricefixer unterwegs. Vor allem in Softcore. Hardcore haben die Leute noch halbwegs Anstand. Gut, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ihr geht einfach in meine Videobeschreibung rein. Da findet ihr hier einen Amazon-Link. Wenn ihr über diesen Amazon-Link etwas bestellt, wird das meinem Account quasi zugeschrieben und ich kriege dann eine Gewinnbeteiligung. Wenn ihr euch also diesen Link als Lesezeichen zum Beispiel abspeichert, das würde massiv helfen. Und es kostet euch tatsächlich nichts extra, erstaunlicherweise. Vielen Dank für die Unterstützung.